Hallöchen Leute und willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey. Es geht mit Präzisionsdribbling hier los. Und das ist mal kein Teamtraining hier, sondern erstmals seit etwas längerer Zeit wieder eine normale Trainingseinheit. Und ich hoffe, wir kommen gut zurecht. Ja, die Pfeilposition ist natürlich schon ein bisschen ungünstig für uns. Ah, komm schon! Ja, und immerhin kriegen wir einen gut gemacht hin. Heute habe ich mir gedacht, nehmen wir doch einfach mal vielleicht zwei Spiele in eine Folge rein, damit da auch ein gewisser Flow aufgebaut werden kann. Ach, herrje, das ist meine absolute Lieblingstrainingsübung. Ja, es ist halt echt nicht so leicht, hier vorbeizukommen. Ja, okay, gut. Da hat er uns also erwischt. Nein! Jetzt komme ich hier raus. Ja, sehr schön. Nein! Leg ihn dir doch vorm. Ich habe sogar extra die Taste dafür gedrückt. Na, jetzt macht er es, aber bringt nichts. Schön. Ja, immerhin ein C. Ist auch okay. Ja, und damit legen wir los in dieser Runde hier. Ja, ich komme gerade von einer F1-Aufnahme, die mich ein wenig gestresst hat. Nämlich habe ich nach ungefähr 30 oder 35 Minuten feststellen müssen, dass meine Aufnahme dann nicht mehr läuft. Beziehungsweise habe ich nach einer Stunde feststellen müssen, dass sie nach 35 Minuten nicht mehr lief. Ich hoffe, dass uns etwaige Probleme erspart bleiben. Auf jeden Fall bleibt ein gewisser nervöser Blick zum Gerät hin und ja, ich hoffe, dass das alles passt irgendwie. So, mal eine Runde nur mit Hunter zu spielen wurde angefragt. Ich habe es zu Beginn der Let's Play-Reihe und wahrscheinlich ist diese Person irgendwann im Laufe der Let's Play-Reihe hinzugekommen, erwähnt. Das wird nicht passieren, weil das Team einfach nicht unbedingt so geil mit einem im Teamplay unterwegs ist. So, heute geht's gegen den ersten FC Köln an den Start. Und ja, mal gucken, ob wir die Jungs fertig kriegen. Ich wollte eigentlich die Frisur noch mal ändern, denn so ist es ziemlich anstrengend beim Thumbnail erstellen, um die Frisur herum drum zu arbeiten. So, und wir legen einfach mal direkt los. Die negativen Gefühle von der kaputten Aufnahme mal kurz wegbekommen und na, fast ein gutes Teamplay-Tor hier geschossen und immerhin Einwurf rausgeholt. Okay, Robin. Okay, das sollte eigentlich nicht hin, aber es war gut. Oh nein! Abseits? Okay, immerhin. Unsere Wertung hat sich insgesamt um 0,2 verbessert. Ach komm, das ist doch gar nichts, ey. Das ist wahrscheinlich auch so jemand, der, keine Ahnung, bei 51 km/h schon sagt, oh mein Gott, da müssen wir langsamer fahren. In der 50er-Zone natürlich, also auf der Spielstraße würde ich das auch nicht tun. Aber die Leute, die mit 45 da fahren, damit man bloß nicht geblitzt werden kann, wo man sich denkt, Mensch, 50 darfst du hier fahren. Zusammenspiel mit Müller muss besser werden. Ja, damit die Balken abgezogen werden, das stimmt. Das Spiel hat recht. Ach komm, ey. Wann haben wir denn das letzte Mal mit Hunter getroffen? Das darf doch nicht wahr sein. Kein einziges Mal mit Bayern, oder?
Ja, also das Freilaufen muss auch irgendwie besser werden. Es bringt nichts, wenn du dich irgendwie 5 Sekunden an den Gegner klammerst. Ja, schönes Passspiel, trotzdem nichts gebracht, ne? Keeper war zuerst da. Ja Mensch, renn doch nicht gegen den Gegenspieler. Schade. Da hätte ich vielleicht noch ein, zwei Schritt gehen können. Schön. Yes! Und jetzt kriegen wir tatsächlich auch den Balken voll. Gute Vorlage bei Müller und das ist das 1:0. Schön! Endlich, ey. Ja, und Hunter möchte die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber Müller ist mit dem Rest des Teams beschäftigt. Ja, starker Schuss, kann man nichts sagen. Also nichts außer starker Schuss. Das hätte vielleicht sogar als Vorlage gegolten. Okay, das sah perspektivisch gerade sehr seltsam aus. Ich wusste nicht, wo ich mit Ribéry hinrennen soll. Egal. Ah. Jawohl, Gegner umgenockt, aber auch den Ball geholt, ergo kein Foul. Ach, schade. Ich habe zweimal die Schusstaste gedrückt. Nix hat er gemacht. Jawohl, Hummels auf den Außen, da fühlt er sich sicher richtig wohl. Hunter, bleibt aus dem Abseits, Mensch. Vielleicht war es auch nicht, aber also wirklich, ich versuch's ja die ganze Zeit, mit Müller irgendeine Vorlage zu geben, damit Hunter auch mal ein Tor nach einer Müller-Vorlage macht. Also wäre momentan mal gut, wenn Hunter überhaupt mal trifft. Also, der läuft sich ja gar nicht frei irgendwie.
jetzt vielleicht. Oh, Pfosten. Ja komm, das kann man auch ruhig mal positiv bewerten. So ein Pfostensystem. Ja, der versuchte Treffer mit Hunter. Egal, was man macht, es gelingt irgendwie nicht. 10 zu 0 in Sachen Schüssen. Alles klar. Nach 20 Minuten hat Müller getroffen. Haha, sehr gut. Jawohl. Jawohl, ey, das war richtig gut. Bam, einfach mal rein. Ja, und das könnte das zweite Spiel werden, in dem Thomas Müller einfach nur glänzt. Köln immer noch so ein bisschen in der Halbzeitpause. Das kam wahrscheinlich ein bisschen überraschend. Vielleicht wachen sie ja jetzt auf. Wow. Ich finde immer wieder die Flanken geil, die plötzlich aufs Tor gehen. Wo man sich erst denkt, so, oh ja, mal gucken, wo die Flanke hinkommt. Und dann so, oh, ich habe ihn gefoult, aber erst nachdem der Ball im Aus war. Gut, Glück gehabt. Ach stimmt, das war jetzt der erste Schuss prinzipiell. Wenn er als Schuss gewertet wird, weil... War ja eigentlich als Flanke gedacht, oder? Vielleicht auch nicht, wer weiß. Nein! Ach, Mist, ey. Ja, das hätte echt gut laufen können. Wobei, so Wörter wie Mist sollte man vielleicht auch nicht sagen. Vielleicht ist das ja werbeunfreundlich. Bei mir werden mittlerweile übrigens fast alle neuen Videos geclaimed. Egal welches Spiel. Also bei sowas wie The Evil Within oder von mir aus auch Mittelerde, Schatten des Krieges, würde ich es ja verstehen, dass da zumindest mal dass der Algorithmus sich denkt, ha, vielleicht könnte hier irgendwas im Argen liegen, ja. Das könnte ich ja verstehen, aber doch nicht bei sowas wie Gran Turismo Sport, Cars 3, FIFA 18, wobei ich nicht einer von denen bin, die ganze Zeit rumbeleidigen. Oder, keine Ahnung, was gibt's noch was bei mir? Genau, sogar Formel 1. Also, sogar Forza und alles Mögliche. Alles wird einfach irgendwann, naja, demonetarisiert. Wenn auch nicht ewig. Also, das möchte ich dazu sagen, es wird freigeschaltet, aber es gehen zwischendurch halt sehr, sehr viele Aufrufe quasi flöten, wo du auch selbst irgendwie, naja, nichts von hast. Es ist halt schon ein bisschen nervig und ungefähr 120 Videos von mir sind immer noch nicht zur Monetarisierung freigegeben, was ich halt echt überhaupt nicht verstehe. Aber gut, teilweise auch ein Video, was schon mal überprüft wurde. Ah, schade, ey. Also zum Beispiel Resident Evil, da habe ich ein Video, das wurde schon mal überprüft vor etwa einem halben Jahr. Das ist jetzt wieder im Raster drin, wo ich mir denke, Alter, Leute, tragt es doch wenigstens irgendwie ein, dass das System, dass das überprüft wurde. Aber gut, was will man bei einem Algorithmus sagen, der bei... Ach komm, der Ball ging doch nicht mal durch. Der sogar bei Aetna bricht aus, von Gronkh eine ganze Videosperre vornimmt. Muss man halt auch mal sagen. Aber ich möchte mich halt nicht beschweren. Ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass so ein komisches Zeug halt gerade mal passiert. Auch bei mir. Ach, schade. Und die Chemie zwischen den beiden hat anscheinend gut gestimmt. Jetzt hat der Balken so ein bisschen signalisiert, na, da lief gerade was schief. Whatever.
krass, ne? Also Müller ist echt eine Maschine. Bei Hunter zweifle ich so ein bisschen dran. Oh, jetzt habe ich das Tor übersprungen. Wir gucken uns am Ende die Highlights an. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch nicht vergessen, dass ich das machen wollte und habe es dann auch gemacht. Was war das denn? Ja, komm, also wenn du unseren Torhüter damit fordern willst. Müller so ein bisschen auf die Außen gegangen? Ja, ne? Ich habe das Gefühl, dass Ribéry jetzt... Ah, quasi für Lewandowski vorbereitend. Steckt halt echt nichts hinter den Schüssen aktuell. Irgendwie muss ich sagen, Alexander ist im Moment, keine Ahnung, so ein leichtes Flaming-Ziel für mich. Oh, und endlich mal ein guter Schuss hier. Schade, hätte belohnt werden müssen. Das hätte wirklich ein Tor werden müssen. Was war das für ein Pass? Wie verweigernd Lewandowski einfach nur dasteht und sich denkt, nee. Der kam nicht direkt auf mich zu, den nehme ich jetzt nicht an. So, Boateng, gibt's da jetzt eine Karte? Nee, ne? Nee, Quatsch. So. Ja. Ich würde mal sagen, letzte Chance für Köln. Und die letzte Chance im gesamten Spiel. Nicht genutzt. Müller haut den Ball dreimal rein. 75% Trefferquote. Ich glaube, das hätte er schon gerne in der einen oder anderen Situation gehabt. Naja, die sich ergeben hätte. Ja, und Thomas Müller heute einfach brillant gespielt. Verdient wahrscheinlich der Spieler des Tages. Ja, doch, stand da links unten. Gut, und jetzt... Alex, heute war Ihnen kein Gegenspieler gewachsen. Was war heute ausschlaggebend? Die Präzision Ihrer Pässe oder die Abschlüsse Ihrer Mitspieler? Na, um ehrlich zu sein, Thomas Müller. Das ist total beleidigt irgendwie, total. Ja, komm, ein bisschen für die Follower, oder? Na, man kann natürlich nur Tore machen, wenn die Pässe auch perfekt kommen. Entscheidend waren also Ihre präzisen Pässe? Ja, irgendjemand muss die Pässe natürlich auch verwerten. Danke für das Gespräch. So, auch mal eine etwas arrogante Antwort, damit die Leute im Social-Media-Bereich auch interessiert daran sind. Naja, dass es quasi gegenteilig trotzdem funktionieren kann, sieht man ja anhand von meinem Channel. Ich tätige ja nicht irgendwie so super arrogante Aussagen, nur im ironischen Kontext. Und es klappt trotzdem ganz gut. So, Teamkollegen sind wir mittlerweile. Sehr schön. Bald vielleicht auch schon Partner. Währenddessen wird meine PS4 wieder so laut wie ein Düsenjäger. Geiles Teil. Die PS4 Pro wird manchmal echt richtig laut. So, wir nehmen mal ganz normal die Hunter-Frisur. So, mal kurz auf die Aufgaben schauen. Was haben wir hier alles? Maximale Partnerschaftswertung, okay. 4 von 10 haben wir jetzt schon.
Dinos Trainerstuhl retten, wird auch klappen. Und in Zusammenarbeit mit Müller 6 Tore hinbekommen. Da haben wir ja schon die Hälfte. Und es wird erstmal trainiert. Na gut, nehmen wir das auch noch, das Training in die Folge. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, können wir mal 2 Spielchen machen am Stück. Nur der Sieg zählt. Heute für Tore braucht man beides. So, auf geht's. Hat er gesagt, für Tore braucht man beides? Ja, also... Gut. Ich glaube nicht, dass man unbedingt Zweikampfstärke für Tore braucht. Okay, alles klar. So können uns die Punkte natürlich auch verwehrt bleiben. Nein, nein. Okay, doch. Genau, hämmer den voll drauf und triff einfach. Nein, hol dir doch die Punkte. Naja, immerhin, wenn auch nicht gut, ein C. Fortgeschrittene Verteidigung. Kriegen wir hoffentlich hin. Okay. Das war doch eigentlich abseits, oder? Okay, gut. Geh nicht zum Ball. Dann holen wir ihn uns. Und die Punkte ebenfalls. Ja, sauber. Aber jetzt einfach nur Leute faulen. Ah, vielleicht gibt das Punkteabzug. Jawohl, am Ende nochmal, ohne was zu tun, nochmal 500 Punkte drauf bekommen. Sehr schön, das freut mich. Gut, in Sachen defensive Werte steigern wir unser Potenzial ebenfalls nochmal. 3 Attribute insgesamt. Sehr gut, genau diese Intensität will ich auch im Spiel sehen. Okay, geht klar, wirst du sehen auf jeden Fall. Und ja, wir sind hier wieder in unserem schönen Heim. Hinten immer noch das Ronaldo-Trikot. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter gegen Leverkusen. Und das ist ein Ligaspiel, oder? Ja, nee, Pokalspiel meine ich, ja. Moment, ist es nicht? Bundesliga. Nee, ist es nicht. Alles klar, okay, gut, dann... es ist kein Pokalspiel. Es ist ein Ligaspiel, ich habe es richtig gesagt. Obwohl ich das andere meinte. Whatever. Ich lasse jetzt hier die Tweets nochmal durchgehen. Also als nächstes geht's gegen Leverkusen an den Start. Ich freue mich drauf. Ich denke ihr auch. Wenn ihr so ist, Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei FIFA 18 The Journey. Macht's gut.